Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play The Division. Und heute will ich euch mal wieder ein ganz besonderes Schmankerl zeigen, denn heute gibt es neuen Content und zwar den Übergriff Klarer Himmel. Den ist aktuell leider erst in der Schwierigkeitsstufe schwer zu spielen, aber da zeige ich es euch auf jeden Fall mal, wie der so ist, was man da so machen muss. Aber er ist gar nicht so dramatisch schwierig, um was es da geht. Die Rikers sind da vor Ort und haben die Luft übernommen, beziehungsweise die Luftabwehr, und da ist ein Heli gestrandet, aber das seht ihr am besten dann im Spiel. Deswegen würde ich sagen, springen wir da rein, aber ganz kurz gehen wir nochmal hier auf meine Stats. Ihr seht, ich spiele Wächter Stürmer Set 3-3 und SPS, Zähigkeit, Fähigkeit, Stärke ist, glaube ich, klar. Und auch so wie es hier zu sehen ist, werde ich spielen mit der AUG als primäre Waffe und dem Scharfschützengewehr als sekundäre. Ja, dann bin ich jetzt gespannt und hoffe, es gefällt euch. Also lasst uns direkt zum klaren Himmel springen mit meiner Gruppe. Bis gleich. So, also legen wir los. Aber ist, ach so, geht ja nicht. So schwierig ist es wirklich nicht. Bitte nicht. So, da vorne sind jetzt erstmal ein paar Gegner, die muss man jetzt ein paar Mal wegmachen. Dann spawnen in Summe zwei Bomben, die muss man links dann da anbringen. Ja, und dann geht es eigentlich schon so zum Hauptplatz. Aber ich sag mal, weil das ist schon so circa 50%, wo das die zeitlich ausmacht. Ich hier auch schon Ding nutzen, Medipacks, weil da, nachher kann man die wieder auffüllen. So, und genau, Slim hat die Bombe. Einfach dahin bringen. Ups. Und nutzt ruhig, wenn ihr es nötig haltet, Ulti, weil in der Regel haben wir die schon nachher wieder ready. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, mal dieses Set ausprobieren mit denen, wo man mehr Schrotflinten kriegt. Mal mit einer Schrotflinte, mit einer geilen. Mal was Neues. Ja. Was einem so zu langweilig wird, definitiv. Aber da vorne sterben ist nicht so gut. Ja, habe ich gerade gemerkt, dass ich ja, dass ich ja dumm ist, da zu sein. Das Problem ist, da ist Retzen fast unmöglich eigentlich. Ich probier's mal. Drück mal T, mach mal. Ja, warte schnell. Nice, danke. Kein Ding. Und da ist, müsst ihr jetzt aufpassen, schießt da hin auf den dicken, auf den schießt so eine Flak auch, deswegen. Jo, dann. Dass man da halt nicht drin steht. Da ist jetzt der zweite mit der Bombe. Hier explodiert es gerade noch. Wir haben gerade noch gelebt, drei Stück, die sind trotzdem gespawnt.
So. Also ich schätze, man muss viel leben lassen. So. Jetzt die zwei noch und dann geht schon weiter. Da jetzt, wo wir uns sozusagen den Eingang durchgesprengt haben, kommt man jetzt durch. Aber wobei man sagen muss, der nächste Teil ist schon anspruchsvoller. Der nächste Teil ist auf jeden Fall anspruchsvoller, aber jetzt auch nicht schwierig. Wie gesagt, das wird erst mit Challenge, wird erst schwierig. Ja, glaube ich auch. Das ist relativ offen alles. Ja. So, jetzt ganz wichtig, hier jetzt aufzufüllen, weil da gibt es als einziges Medipacks, wenn ihr die genutzt habt. Drinnen könnt ihr dann so viel nachladen, wie ihr wollt. Da gibt es keine Beschränkungen wie in Falcon. Nur halt keine Medipacks. So, jetzt warten wir noch, bis Pure da ist, weil sobald wir hier über den Ding drüber springen, geht es nämlich auch direkt los. Pure, brauchst du, hast du noch Muni aufgefüllt? Ja, ja. Alles klar. Wie gesagt, jetzt... da ist Muni, okay. Ja, heißt jetzt auch nicht so kritisch, aber man sollte es so einigermaßen zusammen machen. Und jetzt hoch und dann geht's schon los. Und wie gesagt, jetzt hier auf dem Platz steht dann hinten links in der Ecke, da wo jetzt das Ausrufezeichen ist, so ein Auto mit einem Laptop. Den muss man immer mal wieder hin und mal was aktivieren oder was ausschalten und eigentlich halt nur die Gegner platt machen. Das ist aber recht easy. Und zwischenzeitlich auch mal eine Sicherung rein, aber das ist eigentlich alles selbsterklärend. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, weil dieser abgestürzte Helikopter, der schießt auch auf euch. Ich dachte, das wäre unser Helikopter. Ja, aber der wurde halt wahrscheinlich kurz geschlossen oder so. Und auch wieder aber hier auf die Mörder aufpassen. Obwohl ich glaube, das ist trotzdem im CM leichter als Dings, weil es hier einfach alles nicht so geschlossen ist. Nee, wart ab, die Sicherungen sind das Problem, wer es auch sagt. Ja, aber das Gute ist, es ist hier alles nicht so abgeschlossen, weißt du? Du siehst gleich, was ich meine. Schließen Sie das sekundäre Energierelais an. So. Ich hole die Sicherung. Die Sicherungen, das ist jetzt nämlich das Problem, weil da sind jetzt viele Gegner und wenn die nämlich alle auf hart sind, dann könnten die schon wirklich spannend werden. Also wenn mir jemand einen Heal in den Weg schmeißen möchte, kann er das gerne tun. Jo, sehr gerne. Ich komme. Also jetzt für einen guten Moment. Ja, ich war ein bisschen zu spät. Oh, ich heb das Ding auf. Ich hab Ulti an. Jetzt kannst du es nehmen. Also Ulti kann man jetzt hier auch auf jeden Fall sinnvoll nutzen, weil die Sicherungen, das ist so das Schwierigste in dem Augenblick an der ganzen Mission. Ich hab jetzt gar nicht gesehen, wo was liegt hier. Ja, die andere Sicherung, die liegt drüben. Die liegt auch da immer noch, da wo die Hand ist. Genau, da rein, perfekt. Ich schau mal, ob ich die andere gerade bekomme. Muss man da aufpassen, weil da sind jetzt gerade, glaube ich, Spawn, aber das sehe ich gleich. Ja, da ist jetzt gerade Spawn. Ich bin bei dir. Passt da ruhig da drüben auf und wie gesagt, nimmt auch Ulti, wenn es ist. Den hast du jetzt aber gekriegt, oder? Ich bin noch ein bisschen zurück, aber dann ja. Das ist lächerlich. Ich muss noch ganz schnell warten, dass ich mich selber heilen kann. Dann geht's auch gleich weiter.
Und ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass der auf Challenge der Heli noch deutlich mehr Schaden macht. So, zweite Sicherung ist drin. Und jetzt kommt dann gleich, jetzt müssen wir noch einmal die Verteidigungshelikopters abschalten. Das ist vorne wieder in dem Auto. Wieder einmal hingehen und F drücken. Und wenn das passiert ist, dann kommt nämlich jetzt auch schon der Boss. Und dann den Boss noch killen samt Welle und das war's nämlich. Boss ist auf der rechten Seite. Ich helfe den beiden mal da drüben. Oh. Ist gerade alles verloren. Boss bewegt sich in eure Richtung, ein bisschen aufpassen. Jetzt kann man nämlich auch wieder näher zum Helikopter ran, weil der schießt jetzt nicht. Näher. Das ist eine Granate, das ist nervig, ey. So, der Boss habe ich jetzt mal hinten auf den Ding geschossen. Hinten neben dir ist noch einer. Erstmal jetzt den Boss da und dann. Oh, 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 jetzt bin ich auch down. Ja, macht ruhig den Boss fertig. Tat nicht mehr viel. Brauchst jetzt nicht mich nicht retzen. Sehr schön. Solltest du jetzt eh selber aufstehen? Ja, ja, jetzt spawn ich gerade, ganz genau. So, das war's auch schon. Das ist echt eine gute Möglichkeit zu fahren. Also, zwei Waffen und ein Set halt, 114er. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war's auch schon. Jo.